Schlacht der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nocht wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Er hat sich Sorgen um uns gemacht. Was für ein netter kleiner Opi. Ja. Naja, und damit ein herzliches Willkommen zu Final Fantasy 15. Yo, wir machen hier spannend weiter. Noctis muss leider auf seine Hochzeit immer noch warten. Wir mussten ja jetzt irgendwie einen Krieg begutachten. Eine Übernahme. Die Niffen hat uns auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ja, das war auch ein trauriger Moment, oder? Das war ein... Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab Ist nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Machen wir. Ja, Noctis Vater ist leider draufgegangen. Aber ey, was wollen wir machen? Aber was müssen wir hier machen? Müssen wir dort drüber oder wie? Euer really ernst? Oder müssen wir das nicht? Geschätzte Fahrzeit 2 Minuten. Keine Ahnung, ob es das ist, wo wir hin müssen. Und was da hier, also was hier alles liegt, Mann. Euer Ernst gerade? Kann ich die Karte selbst mal aufrufen? Wir sind hier. Ach so, dort ist unser Aufgabenziel. Yo, kein Problem. Ich hab's nur falsch angeguckt. Na dann. Ab geht's, meine Freunde. Wie die Geschichte wohl hier noch weitergeht, auf jeden Fall schon mal ein Hammer-Einstieg. Kann man nicht anders sagen.
kann ich jedem nur empfehlen und jetzt komm. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Und ich finde es einfach so geil, Mann. Selbst überzeugen. Das Auto. In der Tat. Fragt sich nur wann. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Das hoffe ich, dass es noch lange nicht vorbei ist. Das Spiel fängt mir an zu gefallen, meine Freunde. Definitiv. Vor allem die Karre, wie sie sich gerade so obenrum freigemacht hat. Echt genial. Klingt zwar beschissen so, aber ey, ist ja wohl wahr. Schade, können wir nicht selbst fahren. Aber egal, so kommen wir wenigstens schnell ans Ziel. Ja gut, so schnell jetzt auch wieder nicht, wenn ich mir das so mal überlege. Ja? Hä? Was? Warum sollte ich hier parken wollen? Ist noch lange nicht vorbei hier. Aber schön, haben wir einen Parkplatz freigeschaltet. Können wir schön immer parken. Was? Wo bist du denn hin? Geht's da durch? Hey, Noct! Warum übernachten wir nicht hier? Gibt's hier was Tolles? Warme Betten und ein Dach über dem Kopf? Hier wimmelt's bald von Sichern. Von mir aus. Von mir aus? Ignis? Hast du gehört? Ja, laut und deutlich. Naja, was soll ich sagen? Noctis und ich denken genau gleich, Mann. Wir sagen sogar das genau Gleiche. Von mir aus, ne? Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Okay, hören wir uns um, Freunde. Mal schauen, was es hier so zu entdecken gibt. Wir sollten mal da rein. Okay. Diese Schramme stammt nicht von mir. Muss ein echter Haudegen gewesen sein. Ja, ja. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Oh. Okay. Nett von dir, dass du uns das sagst. Kor am Königsgraben treffen. Jo, machen wir doch. Aber ich dachte, wir wollen hier übernachten. Wenn der meint. Was? Wir können nicht dorthin fahren. Wir müssen laufen. Dein Ernst gerade. Oh, ich sehe noch gerade was zum Aufsammeln. Nehmen wir doch gerade mal mit. Heiltrank, okay. Und was ist hier? Oryk Gambles Jagdtagebuch 3. Die Begegnung. Gerade dachte ich, ich hätte mich an das Jägerleben gewöhnt. Da trug man mir auf, einen vermissten Bergsteiger zu retten. Leider handelte es sich bei dem Berg um einen Vulkan. Ein falscher Schritt und ich wäre in einem Lavapool gerutscht. Verlaufen habe ich mich natürlich trotzdem und ich wollte schon fast kehrt machen, als ich wie durch Zufall auf den Vermissten stieß. Zwei ganze Tage hat der arme Tropf mit vertauschten Beinen seine Rettung geharrt. Was? Zwei ganze Tage hat der arme Tropf mit verstauchten Beinen seine Rettung geharrt. Irgendwie stimmt die Satzstellung allgemein nicht. Okay. Aber gut zu wissen. Indirekt. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia und... Was, ich soll jetzt 300 Meter laufen, oder was? Ein normaler Jäger war das nicht. Die schwarze Uniform sah eher nach Königsgarde aus. Vielleicht war es der Unsterbliche. Hab gehört, er hat's aus der Hauptstadt geschafft. Ja, nervt jetzt nicht. Wisst ihr was, kann ich hier pennen?
Ich habe Befehl vom General, hier die Truppenbewegungen zu beobachten. Okay. Du hast uns nichts zu melden. Die seltsamen Teile sind ausgestellt. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Vielleicht kann man hier was machen. Trotzdem. Ja, Ignis? Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo? Ja, von mir aus. Ja, machen wir Pause. Ich mach nur Pause. Wegen dem Spiel allgemein, weil man sonst Sachen verpassen könnte, ne? Aber ich meinte damit auch hier pennen, ne? Hallo? Willst du mich verarschen? Einfach hier pennen. Hoffe, es ist was für dich dabei. Ja, keine Ahnung. Breitschwert, ja, ne, ist klar. Kann man das irgendwie mit meiner vergleichen? Ich glaube, die ist besser, aber trotzdem. Nee, nee. Ich bleib noch bei meiner alten Waffe. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn jetzt machen, Das fängt ja schon mal gut an. Manuelles Fahren, Wenn der nicht will, fahre ich eben. So, jetzt gefällt's mir. Will der mich verarschen, der Kollege? Der will nicht so, wie ich möchte, ne? Okay. Ich sehe schon das Problem. Dann park mal eine Runde Auto. Finde ich ja ganz nice, wie der dann immer hinparken will, ne? An solchen Momenten. Ach, komm schon. Alles laufen, oder was? Ah, Mann. Bekommt einem auch nichts erspart. Echt mal. Dadurch darf man nicht rennen. Möchtet ihr euch vor der Weiterreise vielleicht etwas ausruhen? Ja, möchte ich. Wo? Inwiefern? Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Nicht weit von hier, 300 Meter, du Honk. Möchtet ihr euch hier ein wenig ausruhen, Dann möchte ich mich hier ausruhen und dann darf ich nicht. Meine Herren. Okay. Rennen wir eben noch dorthin. Kein Problem, machen wir doch gerne. Hätten wir schon von 5 Minuten. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der. Wie wer? Der Unsterbliche, okay. Wildebesten Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Meldaccio Jägerzentrale, okay. Sterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Kann man auch so sehen. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Kann gut sein. Man braucht auch Glück zum Gewinnen, ne? Merkt man bei Pokémon, bei Yu-Gi-Oh!, egal welchen Spiele, Klassikern. Man braucht auch Glück. Oh, was bist du denn? Weißt du? Willst du mich verarschen, Kollege? Oh, was ist denn du für ein Schwert hier? Oh, verdammt. Alles
Du willst mich doch verarschen hier. Ganz im Ernst. Wie viel Damage der einfach mal zieht. Wow, ich bin fast tot. Ja, cool. Kritisch. Ich bin tot. Oder auch noch nicht. Hey, auf welchem Level ist der Kollege? Der killt mich gerade mal einfach. Will der mich verarschen? Ja, super. Ich Prompto ist tot. Super, Noctis eben gleich auch noch. Ja, super. Wir sterben alle hier. Was für ein Bombenerlebnis. Leute, einfach mal zurück. Oder nach oben. Geht auch. Ja, läuft. Einfach durchrennen. Nachts ist Reisen gefährlich. Wenn dein Ziel weit entfernt ist, solltest du lieber eine Unterkunft suchen. Bis zum Morgen warten. Karte zum letzten Unterkunft. Aha. Und wie geht das? Bist du sicher? Oh Mann, ne, oder? Ich bin ja schon fast hier. Wenn ich schon jetzt... Oh, ne. Sehe ich jetzt nicht. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Jo. Scheint, als wäre der General drin. Gucken wir uns das mal zuerst mal an, Ich warte doch nicht bis zum Morgengrauen, Wenn ich gerade hier bin, hättet ihr mir mal vorher sagen müssen. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Liegt in deinen Händen. Eine Königswaffe haben wir erhalten, okay. Die Königswaffen sind mystische Waffen, in denen geheime Kräfte der alten Könige von Lucis verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden. Und der Einsatz zehrt an seiner Lebenskraft. Oh nee, sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher stets ausreichend Medikamente zu heilen, von LP zur Hand zu haben, um die verlorenen LP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Oh nee. Dann setze ich die mal lieber nicht ein. Nicht unbedingt. Und sonst? Noctis. Du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier
liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Okay, Freunde. Wir sollten zu diesem Grab, aber wir sollten jetzt zurück zur letzten Unterkunft, Freunde. Karte mal. Warum kann ich nicht zur letzten Unterkunft? Das ist jetzt ein bisschen kriddelig hier. Oh, Mann. Wenn wir noch so ein Ding begegnen, sind wir tot, Mann. Ich, Prompto und Ignis sind ziemlich im Arsch. Hey. Das heißt hier Überraschungsangriff. Das ist mein Überraschungsangriff an dich. Ja, das nennt man nicht wirklich stark. Nee, nee. Aber das Vieh von vorhin, das war stark. Könnte ich mal noch mehr auffüllen? Ja. Heb jetzt nicht ab. Trainiere jeden Tag. Jawohl, wird gemacht. Oh Mann. Aber finde ich cool, dass die so Interaktionen auch noch eingefügt haben. Einfach nur klasse, das Spiel. Weil, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die, wie soll ich sagen, Dragon Quest Inquisition, also Inquisition. Moment erinnere, wo die was zusammengelabert haben, ist es viel seltener und ja. Nicht gerade. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Aha. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Ist klar. Das war ja wieder mal typisch. Mann. Die wollen mich ja hier wohl ganz verarschen. Wow, was für eine Combo. Wow, das war ja der Hammer. So muss das. Ganz geil. Aber sie sollen nicht reden, wenn ich hier am Kämpfen bin. Das finde ich unschön. So, endlich. Ja, es ist nicht, dass ihr endlich mich verprügeln dürft. Nur weil ich gerade zu euch angesneakt komme. Ey. Willst du mich verarschen? Lass mich hier mal dich zerschnetzeln, mein Freund. Das Einzige, was sie noch hätten machen können, wäre es brutaler gestalten. Zum Beispiel, dass man eben plötzlich einen Arm verliert oder so. Keine Ahnung. Alles andere wäre scheiße. Oh Mann. So. Was ist denn hier kaputt? Darf man dir mal auf die Sprünge helfen? Hey. So. Danke. Ich bin aufgefüllt. Wundervoll. Ey, darf ich mal? Also das Kampfsystem ist leicht bescheuert teilweise, aber auch gut. Ja, finde ich dann aber schön. Trotzdem müssen wir weiter. Haben heute so fast nichts erreicht wieder mal. Das Spiel ist echt langgezogen wie The Witcher. Und deswegen hätte ich mir auch so The Witcher Kofferpack-Momente gewünscht, dass sie auch mit großen Schwertern agieren. Und nicht nur mit kleinen
Furzschwerterchen. Aber selbst dann. Oh Mann. Sag mir jetzt nicht. Ich muss da mal was aufheben. Goldstaub, okay. Und hier. Ein Magitech-Mech. Gefährlich? Dieses Modell stellt eine mittlere bis gemäßigt starke. Soll heißen? Gefährlich. Kor, wenn wir den besiegen, vertraust du uns dann? Du meinst also, ihr schafft das. Das will ich sehen. Das möchte ich auch sehen. Ich denke, ihr kommt fürs Erste allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Das hoffe ich doch. Los, gehen wir. Okay. Sei vorsichtig. Das sind wir doch immer. Los geht's. Seht euch vor. Ist nur die Frage, wer uns an den Kragen will. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Oh Mann. Ich möchte aber gerne links rum. Also geradeaus. Ein Generator? Sieht so aus. Ob der noch läuft? Probieren wir es mal. Ha! Läuft! Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Sorry, nur eine Dose. Mann, du Trampeltier! Hatte beinahe einen Herzinfarkt! Jammer nicht! Was war das? Keine Ahnung. Die Decke! Ich will hier nicht sterben. Also machen wir es kurz. Da hat es nur Bierflaschen, ne? Dann können wir eigentlich weitergehen. Hoffe, hinter dieser Tür lauert nichts allzu Gefährliches. Fieses Geräusch. Was? Irgendwas wartet auf uns. Hinter der nächsten Ecke. Ah, nee. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. So einfach. Dann aber auch nicht. Auch wenn praktisch alle ziemlich angedamaged sind. Was war das? Was? Da ist was lang. Ach, gib's auf, Nackt. Mann, bist du stur. Die ist tja. Zu. Seht ihr mal, welches. Hallo. Oh, nee. Ausdauervermögen ich besitze. Das ist jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Ja, findest du auch. Finde ich ja cool. Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Hm. Okay. Das geht zumindest. Dorthin renne ich mal kurz. Hier geht's nicht weiter. Hätte schwören können. Was zur Hölle? Ah, oh, nee. Ausfall? Ist das oh, nee. Ja, klar. Und dann fällt noch ein Felsbrocken direkt über mir. Auf mich drauf, Mann. Ey, das kann ja wohl nicht angehen, ey. Heilige Mutter Maria. Wir müssen uns jetzt ein wenig zusammen finden und hoffen, dass wir das hingedeichselt bekommen. So. Leg dich, du kleine Möse. Ich wollte nur zu diesem Secret. Mehr nicht. Ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Oh Mann. Dankeschön, Gedenkmünze. Yeah. Doch was.
mitbekommen hier. Cool. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch, ne? Was passieren? Da passt du durch. Du schmale Socke, du. Aber das kann ich kaum glauben, dass du da durchpasst, Aber okay. Hier auf dem Weg haben wir wieder was. Ein Elixier. Was ist denn hier? Interesting. Da kommen wir nicht durch. Oh. Hier haben wir nur was zum Aufsammeln. Wo kommen wir denn hier lang? Finde ich ja mal cool. Hier geht's weiter. Aber jetzt noch mehr zu mitnehmen. Aber ich glaube... Oh, hier geht's durch. Ich dachte, jetzt muss ich alles zurück, aber... Wartet! Habt ihr das gehört? Fairlement. Maximale Kapazität erreicht. Cool. Finde ich sexy. Ich weiß nur nicht, wie ich das benutze, ne? Aber okay. Sonst noch was zu mitnehmen? Nicht. Dann geht's hier raus. Jetzt wird's interessant. Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht ja, euch ja, mache ich. Keine Sorge. Autoarmbrust. Auch nicht schlecht. Hier hat's auch noch was. Nö, hier geht's nicht weiter. Ja, mit Hüpfen ist man teilweise echt schneller. Ziemlich geil. Oh, oh. Wollt ihr mich verarschen? Ah, nee. 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 Ganz klar. Nur so eine Medusa-Dreckspinne. Was ist denn das für eine Scheißkuh? So. Ignis, bitte, mach mal. Super, wundervoll. Ja, klar. Ich bin fast tot, mein Freund. Ja, klar. Jetzt bin ich im kritischen Bereich, Freundchen. Ja, klar. Oh, Mann. Reicht das ein bisschen, um sie schachmatt zu legen? Ey, ich drück ja. Willst du mich verarschen, du Kuh? Danke. Nein. Oh, bitte. Ja, komm. Wundervoll. Nein. Das war nicht wundervoll. Ich möchte nicht sterben in diesem Projekt. Allgemein nicht. Was? Ich habe versagt. Doch, wir haben in diesem Moment mal verloren. Okay, oder auch nicht? Nee. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anbringen? Was? Warum bin ich jetzt wieder voll? Los, mach! Wundervoll! Nice! Überstanden. Ja, aber mit einem Verlust, Mann. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Jetzt darfst du warten, Mann. Wo geht's denn hier lang? Oh Mann, 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 Mann. Ich bekomme die Krise, Freunde. Was war das überhaupt? Was habe ich da eingesetzt? Keine Ahnung. So wie ein Wiederbelebungsscheiß. Aber sonst wären wir, glaube ich, draufgegangen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Keine Ahnung. Gucken wir nach.
Noct leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Okay, meine Freunde. Das waren jetzt zwei Grabmäler. Und ja, wir haben gesehen, dass Noctis Erbe eher ein bitteres Erbe ist. Von daher, mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen. Schauen wir noch mal kurz rein hier. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Okay, zuerst mit Monika sprechen, dann eine imperiale... Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja, also, auf in die Siedlung. Machen wir doch glatt. Ja, ob das so gut ausgehen wird, keine Ahnung. Zuerst zu Monika und dann zu dieser Militärbasis hin, die auseinandernehmen und dann läuft das schon. Oh ne, was ist denn das für ein Tier? Nein. Darf ich mal zur letzten Unterschlupf zurück? Darf ich mal? Ich würde mal sagen, zurück zu Regilia. Weil die ist ja direkt dort. Was ich sehr cool finde übrigens, dass das so geht. Weil dann kann man irgendwo in die Prärie rauslaufen und dann, ja, ich hab Bock wieder nach Hause zu gehen. Geht man mal schnell kurz in die Karte. Drückt auf das schöne Knöpfchen und dann ist man schon fast wieder da. Klar, die Ladesequenz ist nervig, aber... Yo! Wir sprechen jetzt zuerst noch mit dir, weil sonst wird es zu nervig wahrscheinlich. Im nächsten Part, weil wir wollen ja im nächsten Part was erleben mal wieder. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Cool, danke. Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge in die imperiale Basis. Und ich hoffe, ihr seid da auch mit von der Partie. Und wir sehen uns. Tschüss!